In diesem Videotutorial möchte ich dir ein paar Tricks zur sicheren Benutzung des Browsers zeigen. Zunächst der Inkognito-Modus, den kannst du hier über das Menü aufrufen bzw. über den entsprechenden Kurzbefehl. Du siehst, die Benutzeroberfläche hat sich leicht geändert. In diesem Modus werden keine Cookies gesammelt oder abgerufen. Das heißt, deine persönlichen Daten werden nicht ausgetauscht. Diese Seite wird nicht im Verlauf erfasst. Ich brauche das zum Beispiel bei Seiten, denen ich nicht ganz traue, bei denen ich nicht recht weiß, was da alles im Hintergrund noch abläuft. Was du dir bewusst sein musst, anonym kannst du dich so trotzdem nicht im Netz bewegen, denn es wird ja immer auch deine IP-Nummer mitgeschickt. Es ist also keinesfalls ein Freipass für allfällige illegale Aktivitäten. Ich schließe diesen Modus wieder. Dann bei den Einstellungen kannst du, wenn du den erweiterten Bereich einblendest, ganz am Schluss noch bezüglich Datenschutz einiges anpassen. Du kannst unter Inhaltseinstellungen auswählen, wie mit Cookies umgegangen werden soll. Cookies sind ja diese kleinen Dateien, die beispielsweise dein Passwort speichern oder deine Vorlieben auf einer Seite. Das hat natürlich gewisse Vorteile, weil du das nicht jedes Mal wieder von neuem eingeben musst. Andererseits ist es je nachdem natürlich heikel, wenn deine persönlichen Daten in solchen Dateien abgelegt werden. Auch JavaScript ist heutzutage enorm wichtig, damit sehr dynamische Webseiten überhaupt funktionieren, aber natürlich ist es auch ein gewisses Risiko. Ich persönlich würde das nicht deaktivieren, weil sonst das Web-Erlebnis definitiv sehr eingeschränkt ist. Aber man könnte hier einstellen, für welche Webseiten das gelten soll. Genauso bei Plugins wie Flash. Da ist bei mir jetzt eingestellt, dass ich zuerst immer gefragt werde, ob jetzt Flash geladen werden soll. Flash ist ein typisches Einfallstor für Schädlinge und da macht es Sinn, dass das nicht automatisch zum Zuge kommt. Vielleicht willst du auch nicht, dass man deinen Standort erfährt. Und hier hast du noch weitere Einstellungen, was vom System her alles aufgerufen werden darf. Normalerweise ist das schon recht gut eingestellt. Im zweiten Bereich Browserdaten löschen kannst du auch nachträglich solche Daten für eine bestimmte Dauer, also nur der letzten Stunde oder insgesamt löschen, den Verlauf, aber eben auch die Cookies, Passwörter und so weiter. Wenn du also das Gefühl hast, das ist jetzt, war jetzt nicht so schlau, was ich da gemacht habe, kannst du das hier noch korrigieren. Im Zweifelsfall möglichst radikal. Etwas weiter unten kannst du auch deine Passwörter noch verwalten. In diesem Fall sind jetzt noch keine Passwörter gesammelt worden, aber hier kannst du auch gezielt für gewisse Seiten das Passwort wieder deaktivieren. Das heißt, dass du es das nächste Mal immer eingibst. Dann für die Nerds unter euch zeige ich noch den Entwicklermodus. Das ist unter Weitere Tools Entwicklermodus. Hier siehst du den Code der Seite. Wenn du ein bisschen etwas von HTML und JavaScript verstehst, so kannst du beobachten, wie diese Seite aufgebaut ist und du kannst auch nachvollziehen, warum allenfalls eine Seite langsam oder unvollständig geladen wird.